An Sie da draußen natürlich auch schon mal hallo, herzlich willkommen zum nächsten Pressbriefing des Science Media Center. Dieses Mal zum Thema Deutschlands Kliniken vor der Reform. Das bringen Spezialisierung, Leistungsgruppen und Qualitätskriterien. Mein Name ist Philipp Jakobs, ich bin hier Redakteur für Medizin und Lebenswissenschaften und unsere drei Experten stelle ich gleich natürlich auch kurz vor. Vielleicht noch kurz etwas vorweg. Deutschlands Kliniklandschaft steht ja vor einem massiven Umbruch. Auf Basis eines Kommissionspapiers erarbeitet Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach an der Neustrukturierung der Krankenhäuser. Es soll mehr Spezialisierung geben, mehr Transparenz, aber auch mehr Qualität, wird zumindest den Patienten versprochen. Und ein zentraler Bestandteil der angedachten Reform sind die Leistungsgruppen. Quasi jeder Fall, jede Operation, jede Behandlung soll eindeutig einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden, anhand derer später die Qualitätsziele und Voraussetzungen für die Kliniken definiert werden. Wer diese Kriterien nach einer mehrjährigen Übergangsphase dann nicht erfüllt, soll die Leistung im besten Fall später auch nicht mehr bringen können. Und mit diesen Leistungsgruppen soll sichergestellt werden, dass die gleiche Versorgung mit der gleichen Qualität überall angeboten werden kann. Bund und Länder wollen sich am 29. Juni zum letzten Mal, voraussichtlich zum letzten Mal, in die entscheidende Beratungsrunde begeben. Und heute wollen wir aber schon mal mit drei Mitgliedern der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung das Thema Leistungsgruppen genauer in den Blick nehmen. Wir möchten beispielhaft auch etwas diskutieren, in welchen Bereichen Qualitätsstandards besonders Sinn ergeben und was eine Umverteilung des Leistungsangebots letzten Endes für die Kliniken zur Folge hat. Natürlich möchten wir auch die Fragen von Ihnen da draußen beantworten. Die können Sie wie immer und wie bekannt bei uns im Frage-Antwort-Tool stellen. Bitte nur da, jetzt nicht unbedingt im Chat. Und die Fragen werden im Hintergrund gesammelt und dann auch weitergereicht. Sie haben ja auch seit kurzem die Möglichkeit, so eine Frage auch zu pushen. Das heißt, Sie können da wie so bei Facebook einen kleinen Daumen hinterkleben, wenn der Kollege eine besonders tolle Frage gestellt hat und Sie finden die alle gut, dann sehen wir so ein bisschen, da scheint sehr hohes Interesse zu sein. Dann werden wir die Frage auch so ein bisschen hochpushen natürlich gerne. Und vielleicht noch zum Material hier rund um das Pressbriefing. Wir fertigen ja immer auch ein Transkript an und das Videomaterial gibt es auch noch. Das wird in redaktioneller Form morgen wahrscheinlich voraussichtlich alles vorliegen, aber Sie können ja diese Vorabversion, also noch nicht redigiert und Co., das können Sie auch unmittelbar nach dem Pressbriefing haben, falls Sie da sofort nochmal was nachlesen möchten. So, dann komme ich natürlich sehr gerne zu unseren Experten, die heute versammelt sind. Wie gesagt, alle drei Mitglieder der Regierungskommission. Da haben wir zum einen Herrn Professor Dr. Boris Ogurski, Leiter des Kompetenzbereichs Gesundheit beim RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo, Herr Ogurski. Professor Dr. Reinhard Busse, Leiter des Fachgebiets Management und Gesundheitswesen an der Technischen Universität Berlin und Mitglied des Fachbeirates des Bundesgesundheitsministeriums. Hallo, Herr Busse. Und Herr Professor Dr. Christian Karagianidis, leitender Oberarzt und Leiter der ECMO-Zentrums sowie Facharzt für Innere Medizin der Pneumologie und Intensivmedizin am Klinikum Köln-Mehrheim. Hallo, Herr Karagianidis. Hallo. Herr Karagianidis, Ihnen würde ich ganz gerne auch zum Start direkt das Wort erteilen und vielleicht geben Sie uns einen kleinen Einblick, wie steht es um Deutschlands Kliniken und was sind eigentlich Leistungsgruppen? Das geht dann, glaube ich, gleich direkt über zu Herrn Ogurski, aber die Bühne gehört erstmal Ihnen. Ja, vielen Dank. Wir wollen ganz kurz mal ein paar Daten teilen, damit wir eine gewisse Grundlage auch der Diskussion haben. Und ich will nur ganz kurz vorneweg nochmal Zahlen zeigen von der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen, die eine gute Arbeit macht und was in meinen Augen auch etwas zu wenig gewürdigt wird. Und Sie sehen bei den Zahlen, die kürzlich veröffentlicht worden sind, dass fast 30% der Pflegefachpersonen in Nordrhein-Westfalen über 55 Jahre alt sind und gerade mal 15% unter 30 Jahre alt sind. Und das zeigt nochmal, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt und wie stark der demografische Wandel sein wird. Und deswegen greifen die Rufe nach nur mehr Geld im Gesundheitswesen deutlich zu kurz, weil dieses Problem, das sich durch den demografischen Wandel ergibt, wird man nicht mit Geld lösen können. Das wird man nur mit einer vernünftigen Umstrukturierung der Kliniklandschaft lösen können. Wir haben uns dazu mal angeschaut, wie sind die Kliniken in Deutschland eigentlich verteilt und was erwarten wir in den nächsten Jahren? Wir hatten ja gestern die Meldung von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, -20% der Kliniken. Ist das was die Bevölkerung beunruhigt, ja oder nein? Und ich glaube, wir drei sind der Meinung, dass man nur dann beunruhigt sein muss, wenn es nicht zu einer Umstrukturierung kommt. Wenn es aber dazu kommt, sind wir in Deutschland gut aufgestellt. Und wir hatten kürzlich nochmal gezeigt, wie die Verteilung der Kliniken in Deutschland sind.
Und wir haben ungefähr 1700 Standorte für somatische Medizin, also ohne Psychiatrie. Und Sie sehen hier mal beispielhaft den Süden Deutschlands mit den Kliniken, die die Notfallstufe 2 und 3 haben. Das sind so die mittelgroßen und großen Krankenhäuser in Deutschland. Davon haben wir insgesamt 425 im Vergleich zu den 1700. Und Sie sehen, dass wir im Moment in den Ballungsgebieten sehr gut aufgestellt sind. Das sieht man auch in den anderen Teilen Deutschlands, dass wir aber insbesondere in Bayern doch größere Probleme haben in der Flächenversorgung mit den Krankenhäusern dieser Größenordnung. Was man dann sieht, ist, dass wir unglaublich viele kleine Krankenhäuser haben. Und wenn Sie bedenken, dass die im Schnitt vielleicht 100 bis 200 Betten haben, wovon wir noch nicht mal wissen, wie viele davon auch wirklich mit Personal betreibbar sind, dann kann man sich vorstellen, dass diese Kliniken einfach nicht zukunftsfähig sind und dass viele von denen vom Netz gehen werden. Und zwar nicht, weil ihnen das Geld ausgeht, sondern weil ihnen einfach das Personal ausgeht. Und deswegen nochmal diese Diskussion nur um das Geld geht deutlich zu kurz. Man kann das lösen zusammen mit unserer Krankenhausreform, wenn es eine echte Reform ist. Und insbesondere dann, wenn man verschiedene kleine Krankenhäuser auch trägerübergreifend zusammenlegt zu größeren Einheiten, die selbst im oder mit dem demografischen Wandel dann trotzdem noch die Möglichkeit haben, 2030 am Netz zu sein. Und wir haben eine Schätzung gemacht. Im Moment haben wir wahrscheinlich so um 400.000 Betten am Netz in Deutschland. Diese 437.000 sind wahrscheinlich zu hoch gegriffen. Wir merken so Land auf, Land ab, auch in Stichproben, dass ungefähr 20% der Betten gesperrt sind, weil man einfach kein Personal hat. Wenn man jetzt dran denkt, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe mit dem demografischen Wandel, wird es dazu kommen, dass wir sicherlich nochmal 30% der Bettenkapazität verlieren werden. Und ich will auch sagen, aber auch nur dann, wenn wir alles richtig machen und auch die Pflege endlich stärken in dem Maße, wie wir es tun müssen. Und dann kann man mal rückwärts rechnen und überlegen, was kann man eigentlich noch erreichen? Und Sie sehen insbesondere hier oben, was uns so wichtig ist, ist, wir wollen gerade die mittelgroßen Krankenhäuser in Deutschland stärken. Die ganz großen kann man sicherlich noch mal ein bisschen erhöhen, aber da sind wir in Deutschland schon sehr gut aufgestellt. Aber bei dieser mittleren Stufe haben wir insgesamt noch etwas zu wenig. Und wenn man dann einfach nur dran denkt, wie viel Personal haben wir, wie viele Betten haben wir, dann sieht man, dass man wahrscheinlich 2030, wenn man vernünftig umstrukturiert, noch so 1100 Krankenhäuser haben wird, die völlig ausreichend sind für eine qualitativ hochwertige Versorgung der Bevölkerung. Aber diesen Schritt müssen wir jetzt auch wirklich gehen, dass wir mehr der mittelgroßen Krankenhäuser, was wir als Level 2 bezeichnen, haben werden. Wir wollen ja im Rahmen der Krankenhausreform, und es wird im Moment ja sehr viel diskutiert, Leistungsgruppen einführen. Ich will ganz kurz erklären, wofür man die braucht und was das ist. Leistungsgruppen sind feiner gegliedert als Fachabteilungen. Sie kennen vielleicht eine innere Medizin und Kardiologie. Das ist eine relativ grobe Einteilung, die auch nicht definiert ist im Moment. Was wir wollen, Leistungsgruppen unterteilt dann zum Beispiel die Kardiologie nochmal in einen Teil, der sich nur mit Herzklappen beschäftigt oder mit den Koronargefäßen. Immer auch im Hinblick darauf, wo ist ein großes Leistungsvolumen im Gesundheitswesen und will auch ganz genau definieren, was ist diese Leistungsgruppe und vor allen Dingen auch, was sind die Mindeststrukturvoraussetzungen. Und Sie wissen, dass in Nordrhein-Westfalen die Krankenhausreform gestartet ist und dass man auch da Leistungsgruppen zugrunde gelegt hat. Das sind etwa 64 und wir haben mal hochgerechnet auf das Bundesgebiet, was das bedeuten würde, wenn man die Definitionen aus Nordrhein-Westfalen nimmt für diese Leistungsgruppen. Und da sieht man doch, dass noch eine Menge Arbeit vor uns liegt, weil es doch zu deutlichen Verwerfungen im System führen würde, wenn wir nur die nordrhein-westfälischen Leistungsgruppen nehmen. Als Beispiel, da gibt es keine Infektiologie, da gibt es keine Angiologie, also Fachabteilungen, die sich mit Gefäßen beschäftigen. Insbesondere gibt es keine Notaufnahmen im nordrhein-westfälischen System, zumindest nicht, was die Leistungsgruppen betrifft. Es gibt natürlich Notaufnahmen in den Krankenhäusern. Aber es wird doch zu einem erheblichen Umverteilungseffekt führen, wenn wir das 1:1 auf eine Vergütung im Bund überführen würden. Das müssen wir, glaube ich, in den nächsten Wochen diskutieren, dass das Modell eine sehr gute Grundlage ist, aber dass wir an einigen Stellen jetzt deutlich nachschärfen müssen, damit wir nicht diese Verwerfungen bekommen. Das wäre es von meiner Seite. Vielleicht darf ich an Herrn Professor Ogurski übergeben. Nochmal zu der Frage, was würde auch passieren,
über diese Leistungsgruppen hinaus, wie ist die Verteilung bei uns im Bundesgebiet? Ja, also wenn man mal jetzt diese Leistungsgruppen nimmt, die in Nordrhein-Westfalen ausgearbeitet sind, die durchaus Potenzial haben, sie noch etwas weiter auszuarbeiten. Aber jetzt starten wir mal mit denen und mal für ganz Deutschland simulieren. Das hat eine Partnerfirma Webeto für uns gemacht. Wie könnten denn dann so die Anpassungsmechanismen sein? Also wenn man sagt, man nimmt so die Standorte raus, die eine Leistungsgruppe haben, aber mit relativ wenig Fällen und prüft aber vorher, ob dann noch Erreichbarkeiten gewährleistet sind. Das heißt, ich kann natürlich kein Krankenhaus, eine Leistungsgruppe rausnehmen, wo dann sonst in der Umgebung keine Alternative für die Bevölkerung ist. Das gilt natürlich nur für ländliche Regionen. In den Ballungsgebieten können Sie eigentlich beliebig viele Standorte herausnehmen, ohne dass die Bevölkerung dann Schwierigkeiten bei der Erreichbarkeit hat. Und deshalb haben wir gesagt, jetzt vergleichen wir mal Berlin mit Mecklenburg-Vorpommern. Das sind so zwei Antipoden. Berlin eben sehr dicht besiedelt, städtisch. Und Mecklenburg-Vorpommern ist das Bundesland in Deutschland, was am wenigsten dicht besiedelt ist und auch viele Krankenhäuser mit Sicherstellungszuschlag heute schon hat. Und wenn Sie jetzt mal im Bereich der Onkologie schauen, wir haben einige Leistungsgruppen herausgegriffen. Beispiel Ösophagus-Eingriffe haben wir in Berlin derzeit, das ist der Stand 2021, 11 Standorte, die diese Leistungsgruppe hätten. Und nach der Optimierung, das heißt, ich teile da neu nehme die kleinsten Standorte raus, verteile dann so die Fälle auf die anderen nach gewissen Vorgaben, die da in dem Modell eingebaut sind, dann hätten wir noch 6 Stück in Berlin, also ungefähr eine Halbierung, beim Pankreas sogar von 22 auf nur 8 und bei den tiefen Rektumeingriffen von 32 auf 14. Also man merkt, es halbiert sich etwa und Berlin wäre, und das ist eben implizit in der Simulation gewährleistet, von der Erreichbarkeit überhaupt nicht irgendwie negativ berührt. Auch Endoprothetik habe ich mal mitgebracht. Da ist zwar nicht unter 50%, aber auch eine deutliche Reduktion sichtbar. Und dagegen kann man jetzt mal Mecklenburg-Vorpommern sich anschauen. Da sehen Sie zwar auch eine Reduktion der Zahl der Standorte, aber deutlich geringer, einfach deswegen, weil man die Fläche ja weiter versorgen muss und da können Sie dann eher seltener die Standorte herausnehmen, die zum Beispiel Ösophagus-Eingriffe macht oder Pankreas oder tiefe Rektumeingriffe oder auch Endoprothetik relativ wenig. Also insofern diese Reform, die da geplant ist, das ist kein Kahlschlag, dass man jetzt sozusagen im Ländlichen alles dicht macht, sondern im Gegenteil. Im Ländlichen wird eher geschaut, dass man eine gute Erreichbarkeit hat und im Städtischen kann man die Potenziale der Bündelung schön gut nutzen. Und das hat nämlich nicht nur ökonomische Vorteile, sondern auch medizinische. Ja, da werden wir auch noch drauf eingehen, denn wenn Sie an einem Standort gewisse Leistungen häufiger machen, kriegen Sie in der Regel auch eine bessere medizinische Qualität hin. Das können Sie für alle anderen Bundesländer, das können Sie auch für Regierungsbezirke sich anschauen, das wurde da simuliert und es ist immer wieder so ein ähnliches Ergebnis, wie Sie hier im Moment sehen. Wobei eine kleine Ergänzung muss ich schon machen, Mecklenburg-Vorpommern, das hat ja Herr Karagiannidis auch gesagt, es braucht auch Personal. Also wir müssen dann schon in MECPOM auch entsprechend die Menschen haben, die da hingehen zu diesen Standorten, die jetzt hier grün gekennzeichnet sind. Denn sonst können wir natürlich planen, aber keine Leistung erbringen. Das wird eigentlich die Herausforderung. Da brauchen wir dann über die Reform hinausgehend auch noch Überlegungen. Wie kann ich telemedizinisch tätig werden? Wie kann ich auch mobile Dienste einsetzen? Und was kann ich zum Beispiel von Ländern wie Finnland, Skandinavienländern, die ja heute schon noch weniger dicht besiedelt sind als Mecklenburg-Vorpommern? Und damit übergebe ich mal an den nächsten Kollegen. Bevor Herr Busse startet, sorry, ganz kurz, Herr Ruski, kann ich einmal kurz eine kleine Nachfrage stellen, weil Sie ja, klar, über die Erreichbarkeit schon mal gesprochen hatten. Also es wird sich ja wahrscheinlich geringfügig was bei Fahrzeiten und Co. verändern, ja, zum Beispiel auch in Berlin. Also können Sie da vielleicht mal eine Größenordnung geben, was das jetzt genau ist in Minuten? Ja, keine Ahnung, oder also was, sehr gut, ja, aber genau, was man ja machen kann, man hat die Bevölkerung
und auch die Verteilung auf die Postleitzahlen oder auf das Kleinräumige. Man kann dann ja einfach schauen, wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin halb so viele Standorte habe, das heißt nicht halb so viele Krankenhäuser, weil man hat ja auch eine Schwerpunktbildung. Also der eine wird mehr Endoprothetik machen, der andere mehr die Onkologie. Aber wenn ich halt dann weniger Standorte mit einer Leistungsgruppe habe, können Sie ja schön simulieren, wie weit sind dann die Anfahrtswege. Und tatsächlich ändert sich da in Berlin, müssen wir nochmal nachschauen, so 3 Minuten länger vielleicht im Durchschnitt. Ja? Für den durchschnittlichen Fahrt ist es also wirklich kaum spürbar, dass ich länger fahren muss, weil es halt heute schon so dicht ist, sodass ich da bei der Erreichbarkeit kaum eine Änderung habe. In Mecklenburg-Vorpommern, da ist ja sozusagen eine Schranke eingebaut. Das heißt, ich ändere nichts, wenn dann die Anfahrt zu weit werden würde, sodass auch hier dann das Resultat ist, dass man kaum zusätzliche Fahrzeiten hat. Die genauen Zahlen haben wir alle hinterlegt. Das kann man sich dann anschauen und kann ich auch gerne nachlesen. Alles klar, super. Vielen Dank dafür schon mal. Genau, Herr Busse, ich übergebe Finanzierung und Co. Dann übernehme ich hier und jetzt bleibt ja die Frage sozusagen, wie kann das sein, dass weniger Standorte besser für den Patienten sind? Das ist ja, glaube ich, unsere Kernmessage. Und ich habe hier mal 3 Beispiele mitgebracht, dass man sich das so vorstellen kann. Zum einen greifen, ich habe das Beispiel oben links ist Herzinfarkt, oben rechts ist Schlaganfall, unten ist Krebsversorgung, insbesondere beim Bauchspeicheldrüsenkrebs, dem Pankreaskrebs. Fangen wir mal oben links an. Das ist auch natürlich eine Frage der Epidemiologie, also der Krankheitslast in der Bevölkerung. Das ist ganz wichtig, dass ja jeder denkt, ich brauche viele, viele Standorte für Herzinfarkte, damit ich ganz schnell versorge. Das sind 2 Punkte. Wir haben am Tag 500 Herzinfarkte in Deutschland. Die verteilen wir derzeit auf über 1000 Krankenhäuser. Das ist nicht nur ineffizient, weil eben an 1000 Krankenhäusern Personal vorgehalten wird für die potenziellen Herzinfarkte. Und man sieht, im Schnitt kommt jeden zweiten Tag einer. Es ist insbesondere ein Qualitätsproblem, weil nur ungefähr die Hälfte der Standorte haben einen Linksherzkatheter, der ganz wichtig ist für die Diagnostik und für die adäquate Therapie. Wir wissen eigentlich schon seit 20 Jahren, dass die Sterblichkeit und das Auftreten von Folgeerkrankungen wie Schlaganfall, erneuter Herzinfarkt deutlich niedriger sind in Standorten mit einem Linksherzkatheter. Trotzdem, wie gesagt, haben doch 50% der Krankenhäuser, die derzeit Herzinfarktpatienten versorgen, haben keinen. Die Reform würde darauf zielen, dass eben nur diejenigen, die einen Linksherzkatheter haben, entsprechend Personal haben, diese Leistungsgruppe bekommen. Gehen wir ein ähnliches Bild bei dem Hirninfarkt als die wichtigste Schlaganfallentität. Wir haben ungefähr 600 neu auftretende Hirninfarkte am Tag in Deutschland. Die versorgen wir in 1100 Krankenhäusern. Ganz wichtiger Bestandteil ist eine Stroke Unit, also eine Schlaganfalleinheit. Wir wissen nicht ganz exakt, wie viele wir haben. Es gibt die deutsche Schlaganfallgesellschaft, die zertifiziert Stroke Units. Dann gibt es 328 von, dann gibt es noch andere Krankenhäuser, die haben keine zertifizierte. Wir sehen aber, dass ganz klar über die Hälfte der Krankenhäuser die Schlaganfälle behandeln, haben keine Schlaganfalleinheit, obwohl das ein wesentlicher Vorteil für den Patienten ist. Wir haben wirklich gute Daten aus einer sehr gut gemachten Studie in Hessen, die über einen längeren Zeitraum geguckt hat, wie viele Patienten leben noch nach einem Jahr. Und Sie sehen dann, mit Stroke-Unit sind immerhin auch schon 23% verstorben, ohne aber 30%, also deutlich mehr. Letzte Beispiel, die Krebserkrankung. Wir haben eben schon gesehen, dass es in Berlin extrem viele, ich glaube, Folie stand 22, ich habe 23 gefunden, das ist ja auch immer nicht so ganz klar. 23 Krankenhäuser in Berlin versorgen derzeit Patienten mit komplexen Eingriffen an der Bauchspeicheldrüse. Nur 7 davon haben ein Pankreaskrebszentrum, was dann ungefähr auch die Zahl war, die wir auf der vorherigen Folie gesehen haben, die übrig bleiben. Also dass wir sagen, Leistungsgruppen führen dazu, dass Voraussetzung der Leistungserbringung ist, dass Krebszentrum da ist. Wie groß das Problem ist, sieht man auf der rechten Seite. Derzeit ist es so, werden 50%, das ist eigentlich für so ein Land wie Deutschland unvorstellbar, dass jeder zweite Krebspatient wird außerhalb von Krebszentren behandelt, obwohl wir wissen aus einer ebenfalls ganz aktuellen, gut gemachten Studie, dass es Überlebensvorteile von bis zu 23% gibt von Patienten, die in Zentren behandelt werden. Nächste Folie, bitte.
wir hatten ursprünglich ja in dem Konzept, und ich glaube, es wird auch am Ende zu einer ähnlichen Grundüberlegung zurückkommen, haben wir gesagt, es kann nicht neben spezifischen Vorgaben, also für Herzinfarkte, für Schlaganfälle, für Krebserkrankungen, für die ganzen anderen Leistungsvorgaben. Natürlich kann man das Leistungsgruppe für Leistungsgruppe machen. Es ist aber auch so, dass das Krankenhaus an sich eine gewisse Grundstruktur braucht. Eine Grundstruktur hinsichtlich der Größe nach Leistungsgruppen, dass eben interdisziplinäre Konzile stattfinden können. Das ist ja bei Krebsversorgung ganz wichtig, dass eben Radiologie, Strahlentherapie und so weiter einbezogen wird, dass es eine Intensivstation von vernünftiger Größe mit entsprechender Expertise gibt. Und darauf hatten wir ja diese Level, diese Versorgungsstufen vorgeschlagen, mit der Überlegung, dass die komplexeren Leistungsgruppen nur an Krankenhäuser gehen, die eben eine bestimmte Mindestausstattung haben. Das ist ja vorerst vom Tisch. Aber wie gesagt, eigentlich spricht sehr viel für diese Lösung. Und ich habe immer noch das Gefühl, am Ende wird man sich doch wieder so einer Lösung annähern, weil die Alternative, und die kommt auf der nächsten Folie bitte, die Alternative ist, okay, wenn es keine Level gibt, dann muss ich eigentlich das, was hinter den Leveln statt, also die gewisse Grundausstattung des Krankenhauses jenseits der Leistungsgruppe an sich, muss ich dann eben an die Strukturvoraussetzung für die jeweilige Leistungsgruppe koppeln. Man muss sich das jetzt so vorstellen, egal wie viele Leistungsgruppen es am Ende genau geben wird, wenn wir mal die 64 nordrhein-westfälischen Gruppen nehmen, muss ich jetzt eben Leistungsgruppe für Leistungsgruppe sagen, okay, wenn du einen Herzinfarkt versorgen willst, brauchst du eben nicht nur eine entsprechende Anzahl von Kardiologen, entsprechend weiterqualifizierten Pflegefachpersonal. Du brauchst nicht nur einen Linksherzkatheter, sondern du musst natürlich auch, weil es da Folgeerkrankungen gibt, Interdisziplinarität, du musst eine entsprechende Notaufnahme haben. Ist ja klar, die Herzinfarkte kommen typischerweise über die Notaufnahme. Du brauchst eine Intensivstation, die sind häufig intensivpflichtig. Man muss immer daran denken, dass andere Leistungsgruppen vorhanden sind. Ich habe hier ein Beispiel aus der Viszeralchirurgie, also aus der Bauchchirurgie. Da brauche ich halt nicht nur den Bauchchirurgen, sondern der sollte natürlich eigentlich auch einen Internisten haben, der sich mit dem Gastrointestinaltrakt auskennt. Wir brauchen Zertifizierung, wie gerade am Beispiel Krebs dargestellt. Wir brauchen auch Mindestfallzahlen, damit die Erfahrung halt kontinuierlich vorhanden ist. All das muss jetzt Leistungsgruppe für Leistungsgruppe sozusagen definiert werden. Und dann kommt ja die eigentliche Finanzierungsreform. Die soll ja dann für die, sagen wir mal, 64 Leistungsgruppen Vorhaltebudgets an die Krankenhäuser ausschütten. Also ein Krankenhaus, was jetzt im Extremfalle alle 64 Leistungsgruppen versorgen würde, würde halt 64 Vorhaltebudgets bekommen. Und man muss ganz wichtig sehen, das ist vielleicht auch noch nicht bei allen angekommen, es ist ja ein Nullsummspiel. Es geht nicht darum, das hatte Christian Karagiannidis gesagt, jetzt mehr Geld ins System zu geben, sondern wir wollen die Ineffizienzen rausnehmen, wir wollen die Resilienz des Systems hinsichtlich der Nutzung von Personal erhöhen. Und das führt natürlich nur dazu, dass die Krankenhäuser, die Leistungsgruppen erhalten, es kann denen nur wirtschaftlich besser gehen und personell können die besser ausgestattet werden, wenn es gleichzeitig Standorte gibt, die diese Leistungen nicht, die Leistungsgruppen nicht mehr erbringen. Ich glaube, das muss man ganz klar im Hinterkopf haben, dass der Geldkuchen verteilt wird auf diejenigen, die die Strukturvoraussetzungen erfüllen. Und nur wenn das weniger werden, dann wird das Vorhaltebudget, was dann pro Standort, der die Leistungsgruppe noch erbringen darf, entsprechend vergrößert. Soweit von mir. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Busse, und auch an Sie drei. Genau, danke fürs Ausschalten, Herr Präsi. Herr Karagiannidis, ich würde bei Ihnen vielleicht schon mal kurz einhaken und gerne auch Herr Busse dann wahrscheinlich ergänzen. Und zwar, hinter diesen Leistungsgruppen stehen ja letztlich auch gewisse Qualitätskriterien, die ja angelegt werden sollen. Und das hat Herr Busse ja auch gerade erzählt. Jetzt frage ich mich natürlich, also wie werden die konkret eigentlich festgezurrt und was legt man jetzt letztlich eigentlich fest? Also welcher Wert steht eventuell hinter Leistungsgruppe A zum Beispiel? Also können Sie das vielleicht mal ein bisschen erklären, wie da die Qualitätskriterien geschaffen werden sollen und worauf man vor allem achten muss, ob wie hoch und tief man sie ansetzt? Ja, also das ist nochmal eine ganz wichtige Frage. Wie wird das Geld eigentlich verteilt? Und wir wollen das Geld ja in Zukunft nicht mehr alleine über die DRGs verteilen, sondern zu einem größeren Anteil über Vorhaltekosten. Und der Bundesgesundheitsminister spricht ja immer wieder von 60%.
Und dieser Vorhalteanteil soll über die Leistungsgruppen ausgeschüttet werden. Die Grundlage dafür wird wahrscheinlich das Jahr 2022, 2023 sein, zur Berechnung. Ich mache mal ein fiktives Beispiel. Die Herzklappenimplantation hat ein Leistungsvolumen in der Kardiologie von 1 Milliarde in den Jahren 2023, 2022 im Schnitt gehabt. Man würde dann davon 600 Millionen Euro als Vorhaltekosten ausschütten an die Kliniken, die diese Leistungsgruppe haben zur Herzklappenimplantation, ohne dass sie auch nur eine einzige Klappe implantiert haben. Und wenn man solche Vorhaltemodelle macht, dann hat man ein paar große Vorteile. Man kommt etwas aus dem Mengenanreiz raus oder hoffentlich auch mehr, weil wir müssen in der Menge reduzieren in Deutschland. Wir haben an einigen Stellen doch eine deutliche Übertherapie im internationalen Vergleich. Wir haben das mehrfach betont. Aber man hat auch den großen Nachteil, dass natürlich ein Anreiz gesetzt wird für die Geschäftsführer, dass man mit möglichst wenig Ärztinnen und Ärzten zurechtkommt. Das Pflegebudget ist ausgegliedert. Das heißt, an der Pflege zu sparen, das lohnt sich für einen Geschäftsführer nicht. Es würde sich bei der Verteilung der Vorhaltekosten aber lohnen, hier und da Ärztestellen abzubauen, weil man das Geld ja ohnehin bekommt. Und deswegen kommt der Mindeststrukturqualität aus ökonomischer Sicht und aus Sicht der Ärzteschaft eine unglaublich große Bedeutung zu, weil damit auch sichergestellt ist, dass wir die Qualität über unser Personal sichern. Weil Qualität ist ganz streng gebunden an das, wie viele Ärztinnen und Ärzte ich habe und wie viel Leistung ich erbringe. Reinhard Buss hat das eben sehr schön gezeigt. Je mehr Leistung ich erbringe, desto besser ist das Outcome am Ende für die Patientinnen und Patienten. Und das geht nur mit einer vernünftigen Anzahl von Ärzten. Und deswegen müssen wir wahnsinnig aufpassen in diesem Prozess, dass die Mindeststrukturvoraussetzung aus Sicht der Qualität für die Patientinnen und Patienten, aber auch als ärztlicher Sicht nicht zu gering angesetzt wird, weil sonst hinterher weniger Ärzte da sind als im Moment. Aber Herr Jacobs, ich glaube, Sie wollten noch darauf ab, wo jetzt diese Voraussetzungen herkommen. Die sind für einen Teil, wie ich gerade dargestellt habe, liegen die auf der Hand. Sozusagen, wir haben ja Zertifizierungen für Schlaganfalleinheiten, für Krebszentren. Die sind ja genau aus diesem Grund innerärztlich in Verbänden, in Fachgesellschaften entstanden. Wir haben außerdem das Leistungsgruppensystem in der Schweiz, wo es auch schon Voraussetzungen gibt, die sich überlegt haben, wie viele Fachärzte muss ich zumindest da haben. Da muss man sich ja vorstellen, im Extremfall, und wir haben ja als Kommission gesagt, eigentlich auf Level 3 sollten in bestimmten Bereichen Intensivstationen eigentlich Facharztstandard rund um die Uhr da sein. Wenn man das möchte, dann kann man schon mal ausrechnen, brauche ich 5,5 Fachärzte, um eine Leistungsgruppe entsprechend abzudecken. Also man muss jetzt Leistungsgruppe für Leistungsgruppe durchgehen. In Nordrhein-Westfalen, die haben das zum Teil auch schon gemacht. Wir sagen halt, ein paar der Leistungsgruppen sind noch zu breit. Also da gehe ich auch nicht auf die spezifischen Qualitätsanforderungen von Subgruppen innerhalb der Leistungsgruppe genug ein. Das muss man sozusagen nochmal nachgehen und nachschärfen und insbesondere auch feststellen, welche Voraussetzungen wirklich an dem jeweiligen Standort vorhanden sein müssen. Es gibt ja zurzeit diese Debatte, ja, ich bin ja Teil eines Schlaganfallnetzwerkes, also 30 Kilometer weiter kenne ich ein Krankenhaus, die haben eine Schlaganfalleinheit und die kann ich dann anrufen. Das reicht typischerweise nicht. Wir haben das bei den Schlaganfällen zum Beispiel gut zeigen können, dass eben das vorhanden, also das Mitgliedsein in einem Netzwerk reicht nicht, das muss vor Ort sein. Wir stellen uns das vor, dass man aufbauen auf den Erfahrungen aus der Schweiz, dem, was sowieso offensichtlich ist und was derzeit ganz wichtig, die deutschen medizinischen Fachgesellschaften sind ja alle dabei, diese Anforderungen schon zu definieren. Also der Prozess läuft ja schon. Jenseits dessen, was man sozusagen auf der politischen Ebene tut, sind ja die wissenschaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland dabei, diese Anforderungen schon zu definieren, sodass man auch gar nicht mehr eine große Verzögerung hat, wenn wir an den Start gehen. Ah, danke. Karin, vielleicht eher bei Ihnen die Frage jetzt. Also vielleicht mal so ein kleines Beispiel nochmal. Also Notfälle, soweit ich das richtig verstanden habe, sollen ja auch weiterhin überall behandelt werden können, logischerweise, oder müssen, in der Form natürlich. Jetzt mache ich mal aber, also ein Beispiel, Patient A wird jetzt zum Beispiel wegen einem Leistenbruch im Krankenhaus X behandelt und bekommt dort einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder sowas. Krankenhaus X muss ihn natürlich dann auch behandeln, allerdings hat das Krankenhaus eventuell die nötigen Strukturen dafür weitgehend abgebaut, weil es ja nach den neuen Leistungsgruppen keine Spezialklinik für Herzinfarkte oder Schlaganfälle ist. Also
muss es die dafür erforderlichen Strukturen ja eigentlich laut dem Plan nicht mehr vorhalten, soweit ich das verstanden habe. Ist das ein denkbares Szenario? Oder also wie kann die Qualität überall gleich bleiben, wenn sie letztlich nicht überall gleich ist? Ja, also das wäre ein Extremszenario. Ich würde sagen, wir werden sicherlich die 425 Krankenhäuser in Deutschland, die die Notfallstufe 2 und 3 haben, werden wir sicherlich behalten, so in dieser Form, wenn sie es schaffen, ausreichend Personal für die Zukunft zu akquirieren. Aber wenn man das, was Reinhard Busse eben gezeigt hat, dass wir nicht diese feste Levelstruktur haben in Deutschland, wie wir sie von Regierungskommissionsseite aus vorgesehen haben, dann entsteht natürlich potenziell ein Anreiz, dass sich Kliniken einzelne Leistungsgruppen rauspicken, die vielleicht auf Dauer doch lukrativ sind. Dem kann man entgegenwirken in der Definition der Leistungsgruppen. Und das ist sicherlich auch der Auftrag an die medizinischen Fachgesellschaften, dass man Dinge miteinander verknüpft. Also wenn ich eine Herzinfarktversorgung mache, dann kann ich mich nicht nur darauf konzentrieren, sondern brauche ich genauso gut auch eine Intensivmedizin oder eine Notaufnahme. Das ist die Möglichkeit, wie man die Qualität für die Patientinnen und Patienten sichert. Aus unserer Sicht wäre es ehrlicher und, glaube ich, auch klarer gewesen, wenn wir gesagt hätten, wir machen rechtsverbindliche Leveldefinitionen, die man durchaus hätte abschwächen können in der Form, und die dann dazu führt, dass wir genau diese Umstrukturierung bekommen, die wir Ihnen am Anfang gezeigt haben, dass wir mehr dieser Level-2-Kliniken haben. Bin aber im Großen und Ganzen dadurch, dass die Bundesländer dann hinterher sagen werden, welches Krankenhaus hat welche Leistungsgruppe, doch verhalten optimistisch, dass wir nicht wieder eine Rosinenpickerei in die falsche Richtung bekommen. Und wir müssen von Fachgesellschaftsseite extrem darauf achten, dass wir diese Verknüpfung unterschiedlicher Leistungsgruppen im Sinne der Qualität für die Patientinnen und Patienten auch in die Definition mit reinschreiben. Ja, Dankeschön. Herr Guski, ich habe an Sie vielleicht auch noch eine Frage. Ich bleibe noch ein bisschen bei meinem Krankenhaus XY-Beispiel. Und zwar, es soll ja so sein, dass auch Leistungsgruppen getauscht werden können sollen zwischen den Kliniken. Und das ist ja per se schön, dass es geht, aber dazwischen steht ja eigentlich immer der Patient. Und wie wird jetzt eigentlich sichergestellt, dass die Leistung und damit ja eigentlich auch der Patient von Haus X bei Haus Y ankommt? Naja gut, also wenn jetzt zwei Krankenhäuser, oder das kann auch multilateral sein, weil das durchaus komplex ist, werden das mal für Bremen versucht, tauschen. Ja, und tauschen heißt ja am Ende des Tages, ich konzentriere mich vielleicht auf die Endoprothetik, der andere auf die Onkologie, ne, so wie gerade das Beispiel. Dann ist es ja eigentlich nichts anderes, als wenn ich auch als Krankenhausplanung sage, der eine oder der andere konzentriert sich auf dieses und jenes, dann würden die Patientenströme sich natürlich anpassen. Also wenn ich als Krankenhaus die Endoprothetik nicht mehr anbiete und ich bin in einer Stadt wie Bremen oder von mir aus auch Berlin, ja, dann werden die Patientenströme sich eben auch entsprechend neu sortieren und dorthin gehen, wo das Angebot gut ist und auch die Qualität dann entsprechend gut ist. Also in den Städten, glaube ich, werden die Patientenströme sich da relativ einfach anpassen. Wie gesagt, auf dem Ländlichen muss ich genauer hinschauen. Das gilt auch für Personalströme. Da war ja auch eine Frage, ne, ob das Pflegepersonal mitgeht. Vielleicht mag auch jemand der Kollegen drauf eingehen. Aber innerhalb der Stadt sehe ich da jetzt auch nicht die Notwendigkeit, dass das Personal umziehen muss. Und wie gesagt, auf dem Land muss man immer genau hinschauen. Also, und ich sag mal, die größten Veränderungen erwarte ich auch in der Stadt, ja. Also, so dass man da auch entspannt sein kann, da wird jetzt nichts plötzlich unversorgt bleiben. Jetzt vielleicht kurz dann nachgefragt. Sie haben jetzt die Patientenströme genannt. Also, ich bin jetzt Patient, also wird dann aber von mir als Patient so gesehen erwartet, dass ich weiß, wo ich hingehe. Oder also mir so die Rolle. Ja gut, aber das ist ja heute schon so. Also Sie gehen ja hoffentlich nicht, wenn Sie das Knie machen lassen sollen, zum Kardiologen. Das ist die Information. Und dann haben Sie ja in der Regel auch einen Niedergelassenen, der Sie einweist. Ja, also da gibt es ja auch Gespräche. Also ich denke mal, nur weil ein Krankenhaus, also heute schon gehe ich ja dorthin zum richtigen Facharzt. Und wenn das sich jetzt ändert in den nächsten Jahren, weil das dann woanders das Zentrum ist, dann mache ich das ja genauso. Aber Christian, du hast die Antwort. Ja, vielleicht darf ich das nochmal ergänzen, weil das wirklich ein wichtiger Punkt ist. Wie ist die Steuerungsfunktion in unserem Gesundheitswesen? Und ich glaube, wir müssen die Hausärztinnen und Hausärzte stärken in der Zukunft, weil die eine ganz wichtige Steuerungsfunktion haben. Und der Gesundheitsminister plant ja ein Transparenzportal. Und dieses Transparenzportal soll so aussehen,
dass ganz objektiv dargestellt wird, wie ist eine Klinik aufgebaut, welche Leistungsgruppen hat sie, erfüllt sie die Strukturvoraussetzungen. Aus unserer Sicht wäre es auch extrem wertvoll zu zeigen, wie viel Personal arbeitet da eigentlich in den Kliniken und können die das eigentlich in der Form erbringen und auch, wie ist die Ergebnisqualität. Das ist etwas, was in Amerika üblich ist, bei uns in Deutschland völlig unüblich ist. Mit so einem Transparenzportal, das für alle zugänglich ist, hat der Patient die Möglichkeit, sich auszusuchen, wo er zum Beispiel seine Krebserkrankungen behandeln lässt. Und der Hausarzt, genauso wie der niedergelassene Facharzt, hat natürlich auch jederzeit die Möglichkeit zu gucken, na, welche Klinik in meiner Umgebung, wenn ich sie nicht ohnehin schon alle kenne, hat vielleicht eine sehr gute Ergebnisqualität jetzt zum Beispiel beim Lungenkrebs. Und ich glaube, das ist etwas, was das deutsche Gesundheitswesen, wenn dieses Transparenzportal kommt, erheblich verändern wird. Aber vielleicht muss man auch sagen, dass natürlich die Ergebnisqualität ist wichtig, die Strukturqualität aber auch. Also ja. Wer nur 3 Patienten mit Lungenkarzinom versorgt und die sind jetzt zufällig alle nicht gestorben, dann ist das halt nicht ein Ausdruck guter Qualität, sondern von Zufall. Deswegen wirkt das Hand in Hand sozusagen, dass nur Krankenhäuser, die Mindeststrukturvoraussetzungen erfüllen, dürfen es erfüllen. Dann kann ich dann unter denen sozusagen, kann ich dann gucken, wie ist die Ergebnisqualität. Aber die nicht erbringen, da will ich auch nicht, dass es da Zufallseffekte gibt, was ja häufig jetzt in der Debatte ist. Ja, ich versorge doch Frauen mit Brustkrebs. Ich habe zwar nur 10, aber die sind doch alle gut versorgt. Das ist so ein bisschen wie der Raucher, der trotz Ketten, obwohl er Kettenraucher ist, auch manche von denen werden 90 Jahre alt. Das ist ja kein Beleg, dass Rauchen doch nicht schädlich ist. Herr Oguski, Sie hatten sich noch gemeldet. Oder war das ein Versehen? Ja. Also ich ich würde noch mal gerne auf Ihr Thema zurückkommen, Patientensteuerung, und dass man da auch Hilfe geben kann und sollte. Wir haben ja in der Regierungskommission noch eine schöne 4. Stellungnahme zum Thema integrierte Leitstelle erarbeitet. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, denn das ist ein Angebot, glaube ich, an die Menschen, sich dann an eine einheitliche Nummer zu wenden, meinetwegen die 112, 116, 117, die müssen verbunden sein miteinander. Da brauche ich entsprechendes Know-how dahinter, Fachkräfte, und dann können die Hilfe suchen und sich da melden und kriegen auch eine abschließende Hilfe. Und die Hilfe kann auch mal sein, dass ich nur ein Rezept in der Apotheke gleich elektronisch abhole, oder es kann bis dahin gehen, dass ich halt einen Rettungswagen vorbeischicke. Und dann werden natürlich auch die Patienten dorthin gebracht, wo eben das Know-how ist. Ja, das glaube ich, und das können Sie auch digital unterstützen mit Apps. Das ist ja alles möglich. Ich kenne auch welche, die da schon loslegen als Leistungserbringer. Und ich wünsche mir, dass wir das von Bundesseite dann auch noch forcieren, würde die effiziente Allokation der Patientenströme unterstützen. Oh, vielen Dank. Herr Busse, ich habe zwar gesehen, dass Sie schon einige Fragen schon mal aufgegriffen haben und beantwortet haben. Das ist nett. Ich würde Sie trotzdem ganz gerne teilen noch mal in die Runde stellen, weil damit es alle Kollegen auch besser und vielleicht mitbekommen. Und zwar die eine war ja zum Beispiel, dass die von Ihnen geforderte Zentralisierung von Leistungen an den Zentren ja auch dazu führen würde, dass die Pflegekräfte sich dort konzentrieren und vielleicht auch mehr versammeln. Und ob das nicht vielleicht sogar eher für weitere Anfahrtswege für die Pflegekräfte bedeuten würde und gerade in ländlichen Regionen eventuell so eine Art Ausbluten drohen könnte. Also könnten Sie das vielleicht nochmal etwas scharfstellen? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht sage ich dazu nochmal kurz was. Wir müssen zum einen an den Patienten natürlich denken, und der Patient wird leider auch durch unsere Politik vorgegaukelt, dass wenn da ein Gebäude steht, wo draußen ein Krankenhaus dran steht, dass man da gut versorgt ist, wenn das nur um die Ecke ist. Das gilt natürlich nicht, wenn dort die entsprechenden Fachkräfte nicht da sind, wenn die entsprechende Ausstattung nicht da ist. Und weil selbst wenn die Ausstattung da ist, wissen ganz viele nicht, dass wir ja die entsprechende Richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses haben, dass den Ärzten nochmal 30 Minuten Zeit, also den Fachärzten 30 Minuten Zeit einräumt, außerhalb der Kernarbeitszeiten ins Krankenhaus zu kommen. Sodass das eine Fiktion ist, wenn Krankenhaus um die Ecke ist, dass mir sozusagen sofort geholfen wird, wenn ich da ist. In vielen Fällen wäre es besser, das Personal ärztlich und pflegerisch zu konzentrieren, selbst wenn die Rettungswagen da ein bisschen weiter fahren, das Personal dann aber im Schichtdienst arbeitet, da bin ich sozusagen netto wesentlich schneller behandelt. Zum Pflegepersonal, was wir ja gesagt haben, ist, wir würden dem Pflegepersonal mit der Reform praktisch die Wahl einräumen. Einerseits folgen sie entweder den komplexeren Patienten,
in die Standorte, die die Leistungsgruppen erfüllen. Pflegepersonal, genau wie Ärzte, möchte eigentlich typischerweise auch für wirklich Kranke da sein. Oder aber sie verbleiben in den Standorten, die die Leistungsgruppen nicht mehr erfüllen. Das sind ja unsere sogenannten Level 1i-Häuser, also so integriert ambulant-stationäre Zentren. Da haben wir ja vorgeschlagen, dass das Pflegepersonal deutlich mehr Autonomie bekommt. Wir wissen aus anderen Ländern wie Finnland, dass das professionell sehr befriedigend ist, wenn man ein großes Aufgabenspektrum selber ausüben kann. Sprich, wir wollen dem Pflegepersonal eigentlich sagen, vielleicht ein bisschen weiter weg zu einem Level 2-3-Haus. Oder du bist vor Ort tätig, hast da ein breites Leistungsspektrum, aber natürlich die weniger komplexen Patienten. Und das würde insgesamt dem Pflegepersonal mehr Berufsperspektiven eröffnen und sicherlich mehr von denen auch wieder Vollzeit in den Beruf zurückholen. Ja, Herr Ogurski. Ja, vielleicht ein bisschen aus der Praxis. Ich betreue einige so Projekte, wo es genau darum geht. In einem Landkreis, ich möchte verschiedene Standorte vielleicht zusammenziehen zu einem oder zumindest Leistungen verschieben. Und inzwischen ist es Standard, dass wir da auch die Personaldaten anschauen. Also wo wohnen die Menschen, die da arbeiten und wo wäre dann neu der Arbeitsort? Wie ändert sich die Pendelzeit? Also so wie gerade eben, wie ändert sich die Erreichbarkeit für Patienten, können Sie ja genauso analysieren, wie ändert sich die Erreichbarkeit fürs Personal. Und natürlich, wenn ich zentralisiere, wird es im Durchschnitt etwas länger. Manche gewinnen aber auch, weil sie näher dran wohnen. Das ist unterschiedlich. Und wichtig ist dabei immer, dass man in solchen Prozessen, ja, das machen wir jetzt so auf der Landkarte, aber man muss vor Ort dann eben auch mit dem Personal das gemeinsam besprechen. Wir haben ein Projekt im Landkreis mit dem Betriebsrat, das sagt, okay, wir würden das unterstützen, mitziehen, aber baut dann bitte das neue Krankenhaus doch wirklich auch atmosphärisch angenehm, dass man dort gerne arbeitet. Ja, das geht ja nicht nur um eine Healing-Architecture für Patienten, sondern eben auch für die da arbeiten. Und ein konkretes Beispiel aus Südbayern, Weilheim-Schongau, das hat ja so die Runde gemacht, das sind zwei kleine Standorte in einem Landkreis, da wollten alle die beiden zusammenlegen zum schönen Neubau in der Mitte. Da war die Landrätin dafür, der Geschäftsführer und eben auch das gesamte Personal, ärztlicher Dienst, Pflegedienst, haben gesagt, das wollen wir, ein neues, modernes, auch digitalisiertes Krankenhaus. Alle zahlen an einem Strang, aber dann hat die Bevölkerung gesagt, das möchten sie nicht. Was ich aber sagen will, auch das Personal wollte das. Ja, weil die sehen ja auch die Vorteile. Zum Beispiel können sie Dienste besser abbilden, Urlaube besser nehmen, wenn sie in größeren Einheiten unterwegs sind. Deshalb glaube ich, klar bleiben manche lieber am Wohnort und gehen da nicht mit. Aber ich denke, die große Mehrzahl sieht schon auch das schöne Neue an so einem zentralisierten Angebot. Ja, danke dafür. Herr Kajanis, ich würde Ihnen die Frage vielleicht nochmal weiterleitend aufgreifen. Mein Beispiel eben mit dem Leistenbruch. Herr Busse, Sie hatten zwar auch im Chat beantwortet, aber vielleicht auch mal aus der Klinik-Sicht direkt. Dieser Leistenbruch, der jetzt in der Klinik den Herzinfarkt entleidet, wie würde der jetzt zum Beispiel in diesem Extrembeispiel zugegebenermaßen aber weiter behandelt, wenn das betreffende Krankenhaus darauf vielleicht gar nicht spezialisiert ist? Also er wird natürlich trotzdem wahrscheinlich vor Ort behandelt, aber wie wäre jetzt das Prozedere vielleicht? Ja, das ist ja das, was wir im Moment eigentlich auch haben. Also wir haben ja auch viele Kliniken, die keine Herzinfarkte behandeln. Also von den 1700 somatischen Standorten haben wir vielleicht 600, die primär Herzinfarktversorgung machen. Da wird dem Rettungsdienst eine noch größere Bedeutung zukommen als im Moment. In der umstrukturierten Krankenhauslandschaft wird sehr stark darauf ankommen, dass man Patienten wirklich zeitnah in das nächstgelegene Zentrum verbringt. Bei Dingen wie Herzinfarkt, Schlaganfall ist es essentiell, dass der Patient auch wirklich dann verlegt wird in das andere Krankenhaus. Bei Erkrankungen, die nicht ganz zeitkritisch sind, kann man sicherlich auch über telemedizinische Beratung nachdenken. Wir hatten ja von Regierungskommissionsseite immer wieder gefordert, dass die Krankenhäuser sich eng vernetzen und dass man eigentlich ein lokales Netzwerk baut, zum Beispiel auch um Universitätskliniken herum, damit manche Transporte vielleicht nicht notwendig sind. Aber im Großen und Ganzen wird dem Rettungsdienst noch mehr zukommen in der Zukunft als im Moment schon. Und vor allen Dingen müssen wir in ländlichen Regionen sicherstellen, dass dann halt in der Notfallsituation sehr schnell der Hubschrauber da ist. Und das gilt genauso auch für den Herzinfarkt, den man irgendwo erleidet in der Klinik, die halt keinen Herzkatheter anbietet. Und in der Regel sind wir in Deutschland noch so gut aufgestellt, dass man das dann auch sehr zeitnah machen kann, ohne dass das Herz oder das Hirn beim Schlaganfall darunter leidet.
Man muss aber vielleicht auch sagen, das wird zu übertrieben dargestellt. Also wenn man weil typischerweise ist ja so, wenn wir diese Zahlen zeigen, dann sagt jeder, in meiner Region kommt das gar nicht vor. Dann werden alle Herzinfarkte, Schlaganfälle in richtigen Kliniken gebracht vom Rettungsdienst. Wir sehen halt, es gibt Gegenden, da gibt es gar keine Schlaganfalleinheiten. Da passiert das natürlich nicht. Die müssen ja verbessert werden. Und die Ausrede, die ja auch noch kommt, ja, die haben das während des stationären Aufenthaltes erlitten. Das ist schon selten, dass also tatsächlich ein Patient mit Leistenbruch jetzt gerade während seines Krankenhausaufenthaltes einen Herzinfarkt kriegt. Das ist schon eine echte Rarität. Herr Busch, ich würde Ihnen direkt die Frage, die jetzt zwar auch schon beantwortet haben, auch schon mal nochmal gegenwerfen, und zwar diese Doppelreform in NRW und Bund, weil Sie die ja jetzt auch maßgeblich mitbegleitet haben, auch in NRW. Können Sie dann vielleicht noch eine Einschätzung zu bringen, inwiefern das jetzt Interferenzen, Synergien oder Profilierungspotenziale bildet? Naja, es ist sozusagen so, das kommt jetzt für viele ein bisschen sozusagen, sieht aus, als ob da parallel Dinge laufen. Es ist so, dass der dortige Minister, Gesundheitsminister, ja vor 4 Jahren schon gebeten hat, ein Gutachten zu machen, wie er seine Krankenhausplanung verbessern kann. Wir haben ihm schon im Jahr 2019 vorgeschlagen, auf diese Leistungsgruppen statt die Fachabteilung für die Planung auszuweichen oder diesen Vorschlag aus der Schweiz aufzugreifen. Das haben die dann auch gemacht. Das hat unter anderem auch wegen Corona ein bisschen länger gedauert, bis das jetzt sozusagen fertig geworden ist. Man muss aber sagen, das hat ein bisschen anderen Hintergrund. Das hat nur den Planungshintergrund und hat mit dem, was wir jetzt weitergehend, insbesondere auch zur Finanzierungsreform sagen, dafür war das nicht gedacht. So dass jetzt die Schwierigkeit ist, jetzt sagt Nordrhein-Westfalen zu Recht, wir haben es doch vor 4 Jahren auf den Weg gemacht und wollen das auch nicht aufgeben. Und jetzt geht es darum, die beiden Stränge zu verbinden, also die Erfahrung von Nordrhein-Westfalen einzubinden, aber andererseits die weitergehenden Aufgaben, die mit der großen Gesundheitsreform verbunden sind, sozusagen einzubinden. Und Christian Karagiannidis hatte ja schon dieses Kacheldiagramm gezeigt, dass man halt sieht, dass insbesondere aus der Fachabteilung Innere Medizin, der Fachabteilung Chirurgie, sind so riesen Leistungsgruppen geworden in der nordrhein-westfälischen Logik, wo es darauf ankommt, sozusagen die Grundversorgung darzustellen. Jetzt wollen sagen wir aber, es soll Vorhaltebudgets geben, und das geht dann nicht. Wenn ich sage, die normale internistische Versorgung, wenn die zwischen Dorfkrankenhaus und Uniklinikum Köln in allen Häusern stattfindet, dann ist es so, dass die Vorhaltevergütung natürlich sich unterscheiden muss zwischen dem Dorfkrankenhaus und der Uniklinik Köln. Deswegen man jetzt nochmal so ein bisschen an die Feinheiten der Leistungsgruppen rangehen muss und sagen, ja, okay, ihr macht alle allgemeine Innere, aber habt nicht alle das gleiche patientische Spektrum. Und da sind wir jetzt so zurzeit in der Diskussion, dass die nordrhein-westfälische Arbeit, dass auf der aufgebaut werden soll, dass sie aber gleichzeitig noch, bevor sie voll implementiert ist, gewisse Verfeinerungen notwendig sind. Herr Augusti. Ja, ich bin ja auch hier in Nordrhein-Westfalen und im Austausch mit denen. Also ich denke, man kriegt das kompatibel hin. Die Gefahr ist ja, dass man jetzt in NRW startet, man ist mittendrin, da hat man eine Planung, hat Zuordnung der Leistungsgruppen, und dann kommt plötzlich ein Jahr später die Bundesebene und sagt, wir haben auch nochmal Leistungsgruppen, aber andere. Und das darf natürlich nicht passieren. Aber wenn man zum Beispiel die bestehenden Leistungsgruppen aus NRW weiter differenziert, unterteilt, zum Beispiel Pneumologie, dann gibt es die komplexeren Fälle, die weniger komplexen, dann hat halt zunächst mal das NRW-Krankenhaus die gesamte Leistungsgruppe Pneumologie, obwohl wir die noch in 2 unterteilt haben. Und die haben sie dann quasi erstmal mitbekommen, aber dann gibt es den nächsten Anpassungsprozess, dass ich halt dann nur für einen Teil meiner Leistungsgruppe auch das Vorhaltebudget bekomme, weil ich dafür dann die Mindestkriterien erfülle. Und so kann ich das vielleicht ineinander überführen, sodass die Arbeit, die jetzt NRW macht, nicht verloren ist. Denn dann müssen die ja wieder zurück auf los. Das würden sie wohl nicht mitmachen, ist aber meines Erachtens auch nicht nötig. Vielen Dank, Herr Augusti. Herr Busse, die Frage ist wahrscheinlich eigentlich nochmal auch an Sie gerichtet, und zwar, welche Rolle spielt die Ergebnisqualität denn letztlich in der Reform? Also was am Ende quasi rauskommt, wenn der Patient im besten Fall geheilt ist. Also inwiefern spielt das die Rolle bei der Definition der Leistungsgruppen und der künftigen Versorgung? Naja, man muss sehen, die sind eng verkoppelt. Also sozusagen, wenn wir Strukturqualität
sagen, weil ich fange immer da an, muss man ja immer sagen, wir wissen nur, was gute Strukturqualität ist, weil wir wissen, dass Kliniken, die die Struktur haben, eine bessere Ergebnisqualität am Ende erzielen, als die, die keine. Also das im Schnitt, wenn ich eine Stroke-Unit habe, führt das dazu, dass die Sterblichkeit, das autonome Leben meiner Patienten viel, viel besser ist, als wenn ich keine Schlaganfalleinheit habe. Natürlich ist es so, irgendeine Schlaganfalleinheit zu haben und nicht motiviert zu sein, kann trotzdem noch zu schlechten Ergebnissen führen. Also die Strukturqualität ist sozusagen der erste Schritt. Und dann kommt es darauf an, kontinuierlich zu gucken, dass alle diejenigen, die eine Schlaganfalleinheit haben, sich nicht einfach darauf ausruhen, dass sie jetzt eine Schlaganfalleinheit haben, sondern dass ich da auch kontinuierlich messe, wie sehen die Ergebnisse aus. Einerseits es sind ja nicht die Patienten selber. Wer einen Schlaganfall erleidet, geht ja nicht noch sozusagen auf dem Weg zum Rettungswagen, zum Computer, sondern es ist der Rettungsdienst. Also das System soll wissen, welche Krankenhäuser am besten sind. Oder die einweisenden Ärzte, wenn es um elektive Patienten geht. Und das System soll sich natürlich weiterentwickeln. Wir wollen es auch nicht nur darauf ausruhen, dass die Strukturqualität ein für alle Mal zementiert ist. Also insofern ist das Messen der Ergebnisqualität einerseits wichtig, damit tatsächlich diejenigen, die bessere Qualität auf Grundlage der Mindeststrukturen erbringen, dass die durchaus auch attraktiv für Patienten sind. Es soll aber auch dazu führen, dass das System kontinuierlich weiterlernt und eben auch diejenigen, die jetzt vielleicht nicht die allerbeste Qualität haben, dass die von den anderen lernen können. Also man muss immer diesen doppelten Effekt im Kopf haben. Vielleicht darf ich da nochmal einen Punkt ergänzen, Reinhard. Weil in dem idealisierten System wäre es ja eigentlich schön, wenn wir sagen, wir koppeln die Ergebnisqualität an das, was die Kliniken auch bekommen. Also der gute Qualität liefert, bekommt auch mehr Geld. Wir haben nur Schwierigkeiten in Deutschland, das trennscharf zu erfassen. Das ist das ganz große Problem. Und deswegen ist die zweite Möglichkeit, die Karl Lauterbach jetzt gewählt hat, dass man ein Transparenzportal schafft, in das dann hoffentlich auch die Ergebnisqualität integriert ist, die Möglichkeit, dass man halt Einfluss auf diejenigen nimmt, die dann halt ins Krankenhaus kommen. Und ich glaube, die Patientinnen und Patienten sind im deutschen Gesundheitswesen so der schlafende Riese. Wenn die viel mehr darauf drängen würden, dass sie Kliniken wollen, die eine sehr gute Struktur und dann auch sehr gute Ergebnisqualität haben und das auch einsehen können, dann wird es eine echte Veränderung im Gesundheitswesen geben. Und deswegen ist der Weg, Ergebnisqualität und Vergütung miteinander zu koppeln, technisch zwar im Moment nicht umsetzbar, aber über dieses Transparenzportal könnte man ähnliche Effekte erzielen. Da vielleicht dann aber nur ganz kurz nochmal nachgefragt. Also die Messung der Ergebnisqualität, die ist schon im Rahmen der Reform explizit vorgesehen. Also wir machen ja auch, muss man sagen, also wir sind ja als Reformkommission an vielen Baustellen dran. Es kommt jetzt auch noch ein Papier zur Qualität. Und da geht es natürlich auch darum, wie messe ich Qualität. Und das ist nicht trivial, weil nehmen wir etwa einen Patienten, der ein neues Hüftgelenk bekommt, das kann ich nicht messen, während er im Krankenhaus ist. Der Patient wird typischerweise, wenn er in die Reha oder nach Hause entlassen, während er noch Schmerzen hat, wenn er noch nicht voll funktionsfähig ist. Ein gutes Beispiel, also deswegen muss man als Prototyp im Kopf haben, ich bekomme die Ergebnisqualität der Hüftgelenksimplanteure nur raus, wenn ich den Patienten nach 3 Monaten nochmal untersuche, befrage und so weiter. Deswegen ist das nicht ganz trivial gesagt, dass ich sage, ich nehme die Daten, die sowieso im Krankenhaus vorhanden sind und koppel daran die Vergütung. Nein, ich muss noch zusätzliche Daten erheben, insbesondere auch von den Patienten. Also das, was wir so Patient-Reported Outcomes nennen. Also das ist nochmal ein zusätzlicher Schritt, der nicht gottgegeben gleich mit drin ist. Aber natürlich legt die Krankenhausreform, so wie wir sie jetzt vorgeschlagen haben und wenn sie denn kommt, legt einen entscheidenden ersten Grund, die Grundlage dafür, auf der aufbauend sich dann weitergehende Dinge, wie etwa die ergebnisorientierte Vergütung gestalten kann. Ja. Super, danke schön. Weil die eine Frage jetzt gerade ganz schnell schon mal kam. Wissen Sie schon grob, wann dieses Kommissionspapier Ergebnisqualität kommt? Grob. Das haben wir doch schon freigegeben. Das hängt immer von dieser Agentur ab, die das dann layoutet und auch wann dann die Pressekonferenz ist. Also bald.
Das ist eigentlich das ist fertig. Oder weiß es jemand von euch näher? Okay. Vielen Dank. Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, ich hätte vielleicht noch eine Frage, wahrscheinlich aus auch Herr Gurski und Herr Busse so zusammen so ein bisschen. Nochmal in meinen komischen Beispielen. Also wenn Haus X jetzt zum Beispiel seine 50 Oberbauch-OPs im Rahmen dieser Leistungsgruppenreform an Haus Y abgibt, damit dieses eben zur Spezialklinik wird zum Beispiel, bekommt dann Haus Y auch die entsprechenden Mittel für die zusätzlichen Oberärzte? Oder wie stelle ich mir das dann vor? Vielleicht fange ich da mal an. Das ist also für Herr Auguste kann ich gerne ergänzen. In den meisten Fällen also die Patienten gehören ja nicht dem Krankenhaus. Also wenn jetzt zwei Krankenhäuser da sind, die beide 50 haben und die beschließen, dass es demnächst nur noch an einem ist, ist es ja nicht so, dass das Krankenhaus, was dann die nicht mehr macht, die 50 weiterreichen kann. Das muss man sich auch so vorstellen, dass natürlich die Patienten dann wiederum auch die Wahl haben oder die einweisenden Ärzte unter den verbleibenden Krankenhäusern und nicht alle 50 potenziellen Kranken jetzt nur in das Nachbarhaus gehen würden. Das ist also ein bisschen komplexer, weil die ja kein Besitzstand sind. Ja, ich kann ja ergänzen noch, Herr Jacobs, also die Idee ist, Sie haben ja im Ausgangszustand jetzt zwei Krankenhäuser mit dieser Leistungsgruppe und wir würden die jetzt an ein Krankenhaus bündeln. Und wichtig und ganz wichtig ist dann, dass eben das Krankenhaus, das die Leistungsgruppe abgibt, damit auch sein Vorhaltebudget, was an diese Leistungsgruppe geknüpft war, mit abgibt. Das geht dann mit an das andere über. Und deshalb ist es sicherlich für das abgebende Krankenhaus erstmal zu überlegen, mache ich das? Also angenommen, ich könnte ja auch die Strukturen erfüllen. Deshalb ist auch die Frage, kriegt es vielleicht was anderes? Ne? Das sind ja diese Tauschgeschichten. Also um es klar zu machen, die Leistungsgruppen haben so dranhängen ein Vorhaltebudget und das wandert mit. Und deshalb ist es auch anders als in NRW. Ja, das sind ja nochmal zusätzliche Anreize, weshalb ich da vielleicht tauschen möchte. Und das, was Reinhard Busse vorhin gesagt hat, spiegelt sich darin ja wieder. Ich habe für eine Versorgungsregion ein definiertes Budget für Vorhaltung. Und wenn ich das auf 10 Krankenhausstandorte verteile, hat jeder weniger, als wenn ich es auf 5 verteile. Ja, deshalb, das wird nicht kleiner, aber es wird konzentrierter. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass man dann auch konzentrieren will. Ja, super, vielen Dank. Dann vielleicht jetzt noch zum Abschluss für Sie alle drei nochmal. Wir haben schon ein bisschen überzogen und deswegen würde ich auch so langsam jetzt Schluss machen. Aber vielleicht können Sie alle drei nochmal so aus Ihrer Sicht beschreiben, was diese Reform jetzt letztlich dem Patienten nützt und wie Sie die Verunsicherten überzeugen für diese Reform, also für die verunsicherten Patienten. Ich meine, die Krankenhäuser protestieren jetzt gerade alle in Berlin. Also vielleicht vor diesem Hintergrund, also wie kommen Sie an den Patienten ran und wie überzeugen Sie den und wie helfen Sie dem letztlich? Vielleicht, also Herr Karanides, starten Sie gerne und dann. Ja, ich glaube, in erster Linie wird die Reform schon eine deutliche Qualitätsverbesserung mit sich bringen. Wir haben einfach viel zu viele kleine Krankenhäuser, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherlich im Alltag alles geben und das versuchen auch bestmöglich zu machen. Das nimmt man wirklich überall wahr. Die Leistungsbereitschaft ist hoch im deutschen Gesundheitswesen. Aber wenn ich nicht eine gewisse Mindeststruktur habe, dann kriege ich die Qualität nicht dahin, wo sie eigentlich hin muss. Und ich glaube, wir müssen uns wenig Sorgen machen. Wir haben extremst viele Standorte in Deutschland. Selbst wenn wir die auf die 1200 runterbrechen, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, dann ist es immer noch so, dass wir von der Entfernung für nahezu alle Erkrankungen eigentlich die meisten Krankenhäuser im Radius von maximal 30, vielleicht 45 Minuten haben. Also wir werden in erster Linie, und das hoffen wir sehr, eine Qualitätsverbesserung sehen. Man muss aber auch sagen, wenn diese Umstrukturierung nicht kommt und wenn wir weiterhin daran festhalten, dass kleinste Krankenhäuser unbedingt überleben müssen, dann kann in der Tat in den nächsten Jahren, und das kann sehr bald sein, in 3, 4, 5 Jahren die Situation eintreten, dass die großen Kliniken nicht mehr können. Und dann wird die nächste Gesundheitsreform extrem viel schärfer sein müssen als die, die wir jetzt vorgeschlagen haben. Deswegen ist der Weg der, ich sag mal, moderaten Umstrukturierung aus unserer Sicht derjenige, der das verhindert, dass wir eine extrem starke und dann auch disruptive Reform kriegen werden. Herr Auguste, gerne, dann gehen wir so. Ja. Also meine größte Sorge ist, dass wir auf Rationierung zulaufen.
Ganz einfach deswegen, wir werden weniger Arbeitskräfte die nächsten 10 Jahre in der gesamten Volkswirtschaft, überall wo Dienstleistungen getätigt wird, also im Krankenhaus, werden wir weniger leisten können. Und rationieren heißt halt, ich muss dann Menschen außen vor lassen. Ja, die kriegen dann nichts. Und das sollten wir unbedingt vermeiden. Das kann ich halt nur dadurch vermeiden im Gesundheitswesen, dass ich effizienter werde. Das heißt, mit den Ressourcen mehr Leistung erreiche, damit ich die Bedarfe decken kann. Und die Effizienz ist halt sozusagen in dieser Reform angelegt. Indem ich bündle, werde ich effizienter. Und dann kommt halt auch hinzu, das muss man sagen, noch nach Corona, wir haben 13% weniger Fälle im Krankenhaus, perspektivisch vielleicht sogar über 25% weniger, weil noch ambulantisiert wird. Das heißt, wir müssen ja jetzt auch die Kapazitäten anpassen an die neuen Fallzahlen. Das hat die Luftfahrtbranche schon gemacht. Die haben weniger Flüge, die sind durch, die sind wieder fit nach 3 Jahren. Die Krankenhäuser stehen jetzt davor. Und dann sollten wir natürlich nicht jedes Krankenhaus um 20% verkleinern. Das wäre total unwirtschaftlich und medizinisch nicht sinnvoll. Sondern wir sollten einzelne Standorte rausnehmen oder bündeln. So wie die Folie von Herrn Karagiannidis. Wie viele Standorte brauchen wir eigentlich noch, dass wir die mit Betten füllen können? Ja? Dass die groß genug bleiben. Und das sind die 2 Herausforderungen, weshalb es die Reform gibt. Und dann am Ende eben, dass ich die Patienten dann auch noch versorgen kann, ne? Dass ich nicht rationieren muss. Und vielleicht als letzter Punkt vom Patienten her gedacht, er soll sich darauf verlassen können, dass dann, wenn der Rettungswagen irgendwo hinfährt, dass dort auch die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind. Also es soll nicht mehr so ein Lotteriespiel sein, wo ich hinkomme, sondern er soll sich darauf verlassen können, wenn ich in ein Krankenhaus komme, dann haben die dort auch die entsprechende Expertise, die entsprechende Ausstattung. Ja, super. Dann vielen Dank an Sie drei und auch an die Journalisten da draußen für die Fragen und die Teilnahme natürlich. Wie gesagt, Transkript und Video kommt so schnell es geht und spätestens morgen ist alles redigiert da und sonst gleich schon die Vorabversion. Dann danke ich Ihnen allen fürs Dabeisein und gerne natürlich bis zum nächsten Mal und viel Erfolg noch mit der Reform. Es wird noch ein bisschen Anspruch haben, glaube ich. Dankeschön. Nehmen wir auf. Danke, Jakobs. Tschüss. Ciao. Tschüss.